Du Scheiße, fast Crash, fast Crash. Ach du Scheiße. Boah. Alter, boah, das ist knapp. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. So. Sind wir fertig geworden gestern mit den zwei Strecken? Ah ne, wir wollten hier noch Nahverkehr machen. Nahverkehr. So, kann man immer... was ist jetzt inne? Bauen wir das Ding hier hin? So. Und fahren immer so eine Runde rum. Neue Linie. Vielleicht machen wir das einfach mal mit zwei Linien hier. Bevor es Rotz wird. Können wir hier eine Zacklinie machen und hier machen wir eine gelbe. Diese fahren immer auf der gleichen Seite rein, das kotzt mich auch manchmal an. Bus Dornhahn 1. Falsch geschrieben. Bus Dornhahn 1, so rum. Und Bus Dornhahn 2. So, links. Straßenfahrzeuge kaufen. Busse. Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Jetzt gibt es bestimmt neue Busse? Ne, ich dachte schon. Ah, das funktioniert, wenn wir ab sofort mal ein bisschen wirklich daran halten, die richtigen Farben einzuordnen, dann geht das. Ich mag das, wie die sich schon mal aufteilen jetzt. Guck, selbst die gelben fahren hier lang. Die orangen werden sich bestimmt hier vorne jetzt aufteilen. Ah ne, hier gucken, hier biegen welche ab. Ja, die nehmen die schlauesten Strecken sozusagen. Oder ist das Ziel? Der Gelbe wird jetzt bestimmt bis dahin erfahren. Bei dem vorne dich hin? Bin ich ja lang vorn. Okay. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier ein paar Züge. Den da war ich zu schlau und habe keinen Durchgangsbahnhof gebaut. So. So. Und so. Ein paar Signale aufstellen müssen auch sein. Ja, so wie ab und zu ein paar Verbindungsstücken. Auch hier werde ich Blockstreckensignale hinbauen. Werde ich auf jeder Strecke machen. Früher habe ich es manchmal so gemacht, dass ich dann nicht mehr gebaut habe, aber ich denke, das ist besser. Weil falls du wirklich mal so eine Dienstfahrt, sag ich jetzt mal, auf den Strecken machst,
Bist du da mehr geschützt? So. Okay. Habe ich da Linien schon erstellt? Ich denke nicht, ne? Habe ich nicht. Von hier nach hier und eine neue Linie von hier nach hier. Was sind das für Kackfarben eigentlich? Ja. Ich möchte so ein helles haben. Anderes soll in so ein Orange sein. Okay, jetzt brauchen wir hier noch Depot. Depot brauchen wir jetzt noch. So. Damit es noch was aussieht, baue ich immer die Gleise länger. So. Dann kaufen wir uns mal einen schicken Zug für die Strecke. Wirklich eine Dampflok. Guck mal, die fährt 100. Da können wir den holen. Ah, nee, 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 nee. Verkaufen, 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 verkaufen. Falsche Farbe. Kaufen. So, und jetzt hier nur blau nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel passt noch rein? Hallo? Weißt du schon? 5. Man kann ja mit 6 Wochen fahren. So, Linie 1, gleiche hier nochmal. Schwarzer Zug und orange Wagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt das so? Ah, schwarze Lok. Einmal frei. Gucken wir uns da nochmal an. Ich muss jetzt erstmal hier Dornhahn, hier ist die Stadt. Also das ist jetzt hier sozusagen Ostrach Dornhahn. Und diese Linie heißt Poseritz Dornhahn. Was habt ihr für einen Takt jetzt? 6, 7 Minuten. Ich würde die erstmal so fahren lassen, erstmal gucken. Vielleicht passt es ja so. Ohne Probleme. Man weiß es nicht. So habt ihr euch das doch gewünscht, ne? Schwarze Lok. Und die bunten Wagen der Linie entsprechend. Gucken wir mal so ein bisschen hier. Ich will dem hintersten Zug zugucken. Weil der hinterste begegnet dann irgendwann dem anderen. Theoretisch. Musst du mal einfach ein bisschen zuschauen. Ich habe beim Cedric letztens geguckt, der macht das auch immer öfters. Dann müsste es auch machen. Ganz einfache Technik. Da sieht man hier mal schön, was man hier eigentlich baut. Das sieht, von oben sieht es mal ganz anders aus. Weil, guck mal, wenn ich mir das angucke hier. Das sind ja manchmal echt komische Strecken. Ich baue nicht so schön wie der Felix, das bei letztens bei 3 und 4 Wochen gemacht hat. Bin ich, so bin ich nicht. Na, anhalten. Ja, weiter vorne. Ich finde es schade, dass man hier nicht aus einer anderen Perspektive nur gucken kann. Würde gerne hier aus so Fahrerperspektive halt direkt gucken und einfach vorne an der Front dran klatschen. Aber mit 100 km/h zu fahren, das ist schon ganz schnell, ne? Geht voran.
Ich mag die Perspektive doch, ne? Guck ich echt lieber hier zu. Sehe, wie die Züge einfahren langsam. Sehe, dass sie nichts wartet. Fährt sofort weiter. Hängen wir uns mal den Zug ran. Sechs Minuten Takt, lassen wir das bloß so. Ihr freut euch auf die Begegnung. Ihr werdet euch nicht oft begegnen auf der Strecke hier. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal auf der Seite. Unser Nahverkehr ist hier noch nicht so groß wie hier irgendwie. Da war doch ganz schön viel Getreide, habe ich das Gefühl. Habe ich denn mittlerweile hier neue Fahrzeuge? Nee. Doch. Hab ich. Wieso nimmt denn das Getreide wieder mit? Hallo, ist das doof? Ist er bescheuert? Nimm das Getreide einfach nur mit. So ein Vogel. Dann füllt sich jetzt das Lager wieder ein bisschen. Ah, da müssen wir. Das läuft alles noch nicht so richtig, unser Güterzeug. Das System ist noch nicht ausgereift. Was auch funktioniert, ist ja unser Schiff, denke ich mal. Habe ich so das Gefühl. Ich habe von Cedric gehört auch übrigens, dass sich die Bewohner nicht mehr auflösen. Das wusste ich gar nicht. Oh, wartet er sogar noch auf dir? Ist ja freundlich. Nee. Die müssen ja tatsächlich warten immer. Du Scheiße, fast Crash! Ach du Scheiße! Boah! Alter, war das knapp! Boah! Alter! Ich dachte, jetzt geht das Schiff runter. Boah! Ach du Scheiße! Scheiße! Oh Gott! Gar nicht überreagieren! Nee, gut, also unser alternatives System hier, wissen wir nicht, ob das funktioniert, hier mit unseren Überlandstraßenbahnen, unserem Überlandbus und unserer Überlandfähre. Die drei Städte sind ja sozusagen angeschlossen hier. Jetzt die Frage, wie kriegt man aus den drei Städten die Leute hier rüber? Flugzeug. Geht nicht. Würde ich doch so gerne machen. Aber wann gibt es denn eigentlich Flugzeuge?
Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, das ist scheiße. Puh. Haben wir immer noch ein bisschen geschockt hier gerade. Ich kann halt nicht in die Stadt reinfahren, weil mein Bahnhof so verkackt scheiße liegt hier. Könnt ihr sagen, ich fahre mit dem Zug rüber. Halt hier an. Das wäre ideal vielleicht. Oder halt doch mit hier hin. Gehst du halt hier rum. Und hier unten rein. Ich denke mal, das wird die beste Strecke sein. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Wir legen einfach dann die zwei Strecken zusammen hier. Und fahren mit beiden hier rüber. Oh, die kommen sogar fast gleichzeitig an hier. Dann machen wir einfach zwei Züge drauf, dann haben wir hier einigermaßen Takt und hier einen dichten Takt. Mal überlegen, wie wir das am besten machen. Die kommen hier an. Ich tue jetzt einfach mal die mittleren Gleise weiterführen. Fahren wir hier Höhenlinien. Dass wir uns da ein bisschen durchmogeln. Das ist so, man kann schon noch ein zweites Gleis wandeln, ja. Wir müssen noch was anderes aufpassen. Beschiffbarkeit. Darf in die Flöten gehen. Die Schiffe werden noch hier niemals drum noch durchkommen. Ich glaube, ich muss das Gleis von hier aus starten. Wie viel kostet die verkackte Scheiße? 15 Millionen? Warum? Da nützt nichts. Nützt nichts. Ich weiß aber jetzt schon, dass die Brücke einspurig bleiben wird, erstmal. So. Lustig. 15 Millionen, so eine verkackte Brücke. Eine Brücke. Na gut. Das war's erstmal für heute hier. Tschüssi.